Also, was ist das Internet der Dinge, Internet of Things? Schwierige Aufgabe erstmal zu mir, was ich so mache. Einige kennen mich hier. Ich bin Open Source Developer, mache das heuer das 10. Jahr. Ein Beispiel, was man da tut, ist, wenn ein Kunde ein Problem hat mit irgendeiner Open Source Software, dass man es dann fixt und dann die Möglichkeit hat, diesen Fix wieder in diese Software zurückzubringen, in dem Beispiel hier in den Linux-Kernel, und dass schlussendlich alle was davon haben. Das ist so das Beste, was einem sozusagen passieren kann. Ich habe mich ein bisschen um die Definition drumherum gedrückt, warum Internet of Things hängt davon ab, was man als Thing bezeichnet, was fast alles ist. Das heißt, es handelt sich im Wesentlichen darum, Dinge, die bisher nicht networked waren, zu netzwerken. Und entstanden ist der Begriff in den 90ern. Die Wikipedia hat eine ganz gute Definition, die sehr broad ist. Wir hoffen hier, Open Source Domotics, dass das einige der bewährten und bekannten Building Automation Protokolle, also für Gebäudevernetzung, ersetzen wird, wie zum Beispiel KNX oder LON. Das sind Teile, wo man heute 2-5% der Gebäudegestehungskosten, also doch einen signifikanten Teil, reinsteckt in ein Gebäude wie zum Beispiel eine technische Hochschule oder so, um dann eben die Vernetzung zu haben. Und Dinge wie Rollladensteuerung oder Lichter oder ähnliches zu steuern. Man bekommt dadurch, dass man zum Beispiel Lüftung und so weiter macht, auch einen Haufen Geld wieder raus schlussendlich. Aber man kann das billiger machen und vor allen Dingen standardisierter heute mit Internetprotokollen. Es gibt viele schöne Anwendungen. Ich gehe da am Schluss ein bisschen drauf ein, was so aus meiner Sicht Beispiele sein können, Sachen, die ich selber gebaut habe, die damals noch nicht networked waren und heute mit Network mehr Sinn machen. Möchte aber eigentlich ein bisschen auf die Sicherheit und die Dinge, die da so auf uns zukommen, eingehen. Und warum ist das überhaupt heute möglich? Was sind sozusagen die Enabling Technologies, die das möglich machen, dass wir das heute haben? Diese Security-Dinge, Google hat schon 2011 angekündigt, dass sie ins Wohnzimmer wollen mit Android at Home. Und Google-Bashing wird immer mehr en vogue, wie ich dann in der nächsten Slide zeigen möchte. Ich möchte aber nicht eigentlich Google-Bashing betreiben oder Apple wieder im nächsten. Die haben nämlich vor 2 Tagen auf diesem Keynote angekündigt, dass sie das auch wollen. Und die Rhetorik ist da ziemlich kriegerisch. Conquer the connected home. Das wollen wir eigentlich nicht, dass eine Firma sozusagen diesen Teil erobert. Das heißt, worum es mir geht hier, ist darauf aufmerksam zu machen, wollen wir das überhaupt nach Snowden, was wir wissen, was diese Firmen alles tun, dass die in unserem Wohnzimmer sind. Und wenn wir das zulassen, dann wollen wir doch zumindest kontrollieren können, was da an Daten in unser Wohnzimmer rein und raus geht. Warum ist Google Bashing in? Das ist der zweite Teil von einem Comic aus der Washington Post von vor 2-3 Tagen. Die bauen Cannabis an und überlegen sich, sie brauchen ein Motto. Und dann sagen sie halt, was könnten wir für ein Motto haben, weil Google ist mit Don't be evil, nicht wirklich gut gefahren, weil sie machen das alles, was er da aufzählt. Und dann sagen sie, naja, wie wäre es denn mit Don't be Google? Und dann sagt er, naja, das ist perfekt, das doesn't overpromise und so weiter. Also gutes Motto. Warum ich das zeige, ist, dass das in der Washington Post ist. Das Doonesbury Cartoon ist in Amerika recht bekannt. Das ist kein Geek-Cartoon wie XKCD oder so, sondern das ist was wirklich in der großen Tageszeitung steht. Also das hat sich inzwischen durchgesetzt, dass Google evil ist, eben nicht not evil. Warum ist das so? Der Doc Searls, Mitherausgeber vom Linux Journal und Mitautor vom Glutrain Manifesto, was vor ein paar Jahren ziemlich Furore gemacht hat, hat mal geschrieben, dass Companies im Wesentlichen Silos bauen, also Firmen versuchen immer den Kunden in irgendeinem Silo zu halten, immer wieder, und deswegen muss man da dagegen arbeiten. Also der Mitherausgeber vom Linux Journal. Darum geht es mir.
Das heißt, die Fragen, die man sich stellen sollte, wären, wer kontrolliert die Geräte, die ich benutze? Gehören die überhaupt mir? Gehören im Sinne, gehören die Daten, die da drauf sind, auch mir? Wer kontrolliert die Software, die da drauf rennt? Und was tut diese Software mit meinen Daten? Wir wissen, wenn man aus dem Security-Bereich kommt, dass es einige Produkte gibt, die Verschlüsselungssysteme haben, die keine Sinn. Skype ist ein nettes Beispiel, da sagen die Leute, aber das ist doch verschlüsselt. Dann frage ich immer, ja, und wer hat den Schlüssel? Was ja irgendwie essentiell ist. Und das zeigt, dass da viel Buzzwords durch die Luft schwirren, aber niemand so genau weiß, was das Ding wirklich tut. Der CEO von Skype hat auch mal in einem ZDNet-Interview gesagt, auf die Frage, ob Sie mithören können, hat er gesagt, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht, was viel sagt. Also es geht darum, wir brauchen die Software und müssen sie kontrollieren können. Das Einfachste ist, wenn diese Software offen ist, und brauchen diese Tools selber, um eben das tun zu können. Und das ist der Grund, warum wir als Open Source Domotics Group sowohl die Hardware als auch die Software Open Source machen. Ich weiß nicht, ob ich damit Eulen nach Athen trage, wie man so sagt. Shipping refrigerators to Alaska, dass das eh alle hier wissen, aber ich möchte doch das so ein bisschen Revue passieren lassen. Warum freie Software, warum Open Source? Was sind sozusagen die, was ist die Definition? Es gab diese Open Source Initiative, Open Source Initiatives, die damals vor mehr wie 10 Jahren definiert hat, was Open Source überhaupt ist. Da war der Eric Raymond auf der einen Seite beteiligt und der Bruce Perens, der auch später das Debian-Projekt mitgegründet hat, als ein zweiter. Die haben diese Definition gemacht. Und es geht im Wesentlichen darum, dass der Source Code verfügbar ist, dass man ihn frei weiter verteilen darf, dass man abgewandelte Werke machen darf, das heißt, ich darf den Code ändern und was Neues damit tun. Es darf Möglichkeiten geben, die Integrität des ursprünglichen Source-Codes zu schützen, das wollen einige. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn man Publikationen macht und nicht möchte, dass jemand in meinem Namen Aussagen trifft, die ich so nie machen wollte. Man darf keine Gruppen oder Anwendungsfelder ausschließen. Das bedeutet, insbesondere darf man nicht ausschließen, dass die Software kommerziell verwendet wird. Das heißt, Creative Commons Lizenzen, die heute in aller Munde sind, sind nur zu einem geringen Teil wirklich Open Source. Sobald sie eine Non-Commercial Clause haben, sind sie nicht mehr Open Source nach dieser Definition. Die Lizenz muss mit verteilt werden und man darf sie eben nicht spezifisch für ein Produkt machen und so ein paar andere Dinge. Technologieneutral sollte es sein. Dann, warum Open Hardware und wie funktioniert Open Hardware? Weil Hardware kann man ja nicht wirklich scheren im Sinne von, dass die Hardware gleichzeitig von mehreren benutzt wird. Das ist ja bei Software anders, die kann man einfach kopieren und dann hat sie jeder und keinem schadet das. Das geht bei Hardware nicht so leicht, aber was kann man bei Hardware tun? Man kann das Design verteilen. Das heißt, jeder kann seine eigene Maschine nach diesem Design bauen. Die Maschine kann eine Elektronik sein, die Maschine kann irgendwas 3D-gedrucktes sein. Das heißt, wir können das Design offen machen und es gemeinsam verbessern, genauso wie bei der Software. Warum gibt es das erst kurz? Warum kommt das erst jetzt? Warum hat man das nicht schon vor 50 Jahren entdeckt oder gemacht? Der Grund, auf den möchte ich dann noch ein bisschen näher eingehen, der Neil Gershenfield vom MIT, Center for Bits and Atoms, der dieses Buch FAB geschrieben hat, sagt, wir sind heute ist damals 2005, heute sind wir schon ein bisschen weiter, mit Personal Fabrication auf dem gleichen Stand wie Personal Computing in den 70er Jahren. Und das heißt, wir haben da noch einiges zu erwarten. Ich gehe noch darauf ein, warum ist das heute möglich und nicht schon früher? Hardware-Lizenzierung ist Work in Progress.
Interessant ist nämlich, dass man das Design copyrighten kann. Das ist von Copyright protected. Damit kann ich so Dinge tun, wie ich mit Software auch tun kann. Lizenzen machen, die das regeln, was mit dem Design passieren darf. Aber ich kann nicht die Hardware selber damit schützen. Das heißt, es kann jemand mein Design nehmen, was irgendwie zum Beispiel unter einer GPL oder unter irgendeiner freien Lizenz ist, und kann das Ding nachbauen und dieses Verbesserungen machen, die er nicht öffentlich macht, und das, was er damit gebaut hat, vertreiben, ohne diese Einschränkungen, die wir bei der GPL haben, dass er dann den Source Code diesen Leuten mitliefern muss, das Design. Das heißt, er kann das Design jederzeit closed machen. Stattdessen ist Hardware typischerweise patentrechtlich geschützt. Den Weg wollen wir aber typischerweise in der Open Source Community nicht gehen. Hat Ansätze gegeben, das zu tun. Unter Linux gab es mal für Realtime Linux ein Patent, was sehr große Wellen geschlagen hat. Nicht jedes Design kann man patentieren, es muss neu sein. Und die Kosten für das Design sind ein wichtiger Faktor. Das heißt, wir brauchen spezielle Open-Hardware-Lizenzen. Die machen typischerweise ein wichtiges Ding. Sie verbieten nämlich jemanden, der zu diesem Design beigetragen hat, dass er eigene Patente, die er in diesem Bereich hält, die muss er für diese Open-Source-Hardware zur Verfügung stellen. Dass nicht später mal die Situation entsteht, dass irgendjemand was beigetragen hat bei einem Design und dann später sagt, so, und jetzt will ich aber Patentgebühren von allen, die das benutzen. Das heißt, das ist damit ausgeschlossen. Das haben als erstes die Funkamateure mit dieser Tapper-Lizenz gemacht, macht aber inzwischen das CERN mit der Open-Hardware-Lizenz vom CERN auch so. Das heißt, das ist eine der wichtigen Dinge, die man bei Open-Hardware beachten sollte. Aber es ist Work in Progress, weil man eben nicht wirklich schützen kann, dass jemand dieses Design verwendet und nicht verbessert und die Verbesserungen nicht an die Community zurückgibt. So, und jetzt gehe ich ein bisschen darauf ein, warum ist das heute möglich? Eins der wichtigsten Dinge ist, wir haben heute die Möglichkeit, ganz billige Mikrocontroller zu haben. Arduino ist das erste Projekt, was wahrscheinlich die meisten im Raum kennen. Das ist ein Atmel-Mikrocontroller und hat ein Open-Source-Development-Environment dabei, was interessanterweise auf dem Mac, unter Windows und unter Linux rennt. Ist in Java geschrieben, verwendet den GNU-C-Compiler als Cross-Compiler für die Atmel-Hardware und das ist alles dort eingebaut. Vom Arduino gibt es diverse Varianten. Das Schöne ist, jeder kann seine eigenen Varianten bauen. Es ist eine offene Hardware, jeder darf das Ding nachbauen. Und was so ein Mikrocontroller halt typischerweise hat, er hat haufenweise IOs, wo man physische Dinge ansteuern kann. Und das ist der kritische Faktor, warum Open Hardware jetzt möglich wird, weil man eben auch ohne sehr viel handwerkliches Geschick zu besitzen, Dinge bauen kann, die von dem Mikrocontroller gesteuert werden und irgendwas tun, was sich jemand anders überlegt. Für den Arduino gibt es viele Bibliotheken, ein gutes Einführungstutorial, was natürlich diese Dinge möglich macht. Oder um mit Neil Gershenfeld, den ich vorher schon zitiert habe, zu sprechen, Make Almost Anything nennt er das, was man eben mit einem Computer steuern kann. Das ist ein Beispiel, das habe ich selber gebaut, das ist eine Wassersteuerung, da ist ein Arduino drin. Da kann man eben auf den Knopf drücken, aber das Schöne ist, es ist networked. Das Kabel da ist ein USB-Kabel und geht auf der Rückseite, auf der anderen Seite von der Wand an einen WLAN-Router und auf dem WLAN-Router kann man dann halt, der läuft mit OpenWRT, also mit einer Linux-Variante, da kann man einen Cronjob drauf machen und das Wasser ein- und ausschalten oder ähnliche Dinge. Ein anderes Beispiel ist eine Hühnerstalltür. Ich habe absichtlich das schön Spinnennetz verwebte Bild hier genommen, weil das ist seit 2009 in Betrieb, das andere diese Wassersteuerung seit 2008. Ich habe Hühner zu Hause und das macht morgens, wenn es hell wird, die Tür auf und am Abend, wenn es dunkel wird, wieder zu. Und im Sommer, deswegen haben wir da nachträglich eine Echtzeituhr eingebaut, die eine Batterie gepuffert ist,
im Sommer ein bisschen später, weil die Nachbarn schlafen wollen, damit die Hühner, so bis es zum normalen Aufstehzeitpunkt ist, noch drinnen bleiben und noch nicht rausgehen. Ja, damit bin ich im Wesentlichen durch. In 15 Minuten, nicht in 20. Und stehe für Fragen zur Verfügung. Wen das interessiert, ich habe die ganze Literatur, was ich da so erwähnt habe, ist da drin. Ich werde es online stellen auf meiner Webseite. Und wen es interessiert, kann sich das runterladen. Ja, danke.